Deutschland. Mein wunderschönes Deutschland. Land der Dichter und Denker. Was hast du für wunderbare Dichter hervorgebracht? Goethe, Schiller, Rilke, Heine, Hesse und viele mehr. Was hast du für wunderbare Denker hervorgebracht? Johannes Gutenberg. Karl Benz, Maga Faulstich, Militta Benz und viele mehr. Der Satiriker Karl Kraus hat diesen Begriff der Dichter und Denker einmal umgeschrieben in Richter und Henker. Auch das hätte heute auf eine gewisse Art Relevanz. Ich gehe so weit und habe das Ganze nochmal umgedichtet in das Land der Vernichter und Banker. Ich möchte heute eine Geschichte mit euch teilen von einer jungen Mutter. Ich habe die auf einer Demonstration getroffen und sie hat mir berichtet, wie es ihrem Kind gegangen ist. Sie hat ein Kind im Grundschulalter, ganz süße kleine Maus. Und ihrem Kind ist öfter im Unterricht schlecht, wenn es die Maske tragen muss. Sie teilt das dann auch dem Lehrer mit, dass es ihr schlecht geht. Und der Lehrer bittet das Kind, die Maske weiter aufzubehalten, auch wenn es ihr schlecht geht. Die Kleine hat sich dran gehalten. Ihr wurde schlecht, aber sie wollte gehorchen. Und dann hat sie sich in ihre Maske erbrochen, weil sie sich nicht getraut hat, die Maske abzunehmen. Als die Mutter das Kind von der Schule abholen musste, saß das Kind ganz alleine im Ärztezimmer und hat bitterlich geweint. Was passiert mit diesem Land? Was für ein Virus ist das, der Empathie und Mitgefühl auslöscht und der die Menschen davon abhält, klar zu denken? Das ist nicht mehr mein Land. Es ist nicht das Land, das ich liebe, das Land der Dichter und Denker, sondern es ist das geworden, was ich am Anfang gesagt habe, das Land der Vernichter und Banker.